Jetzt schaut mal, was gerade von Corelexi geliefert wurde. Die Clownfische sind da. Wir gehen jetzt rüber und setzen die süßen Tierchen erstmal direkt ein. Und danach treffen wir uns hier wieder und müssen mal sehr genau über diese Tiere sprechen und vor allem auch sehr genau über diese Sonderformen sprechen, wie meine jetzt beispielsweise auch welche sind. Meine sind nämlich Black Photon. Da schwimmen jetzt also die Kleinen. Ich habe sie jetzt gerade hier in diesen Becher gesetzt und starte jetzt gerade die Angewöhnung hier mit der Eintropfmethode. Ich mache das immer so hier mit einem Luftschlauch, mit einem CO2-Schlauch, also so ein 4-6er-Schlauch. Und das sind so kleine Drip-Adapter von Gardena tatsächlich. Die sind für so ein Micro-Drip-System, wo man halt seinen Garten mit bewässern kann. Funktionieren aber dafür super, weil die kann man hier vorne einstellen und dann einstellen, wie viel bzw. wie schnell da die Tropfen durchlaufen sollen. Und ich mache das jetzt so. Ich habe gerade gestartet mit, da waren noch knapp unter 400 Milliliter. Also das ist halt das Wasser, was noch in den Tüten mit drin war. Das habe ich zum Großteil abgeschüttet, aber ein bisschen ist natürlich jetzt hier drin geblieben. Und wir füllen jetzt auf bis 800, 900 Milliliter. Also mindestens das doppelte Wasservolumen, was man da drin hat, wird dann halt durch das eigene Wasser ersetzt. Und ja, hier oben ist es einmal mit zwei Wäscheklammern gesichert, damit es nicht abrutschen kann. Das ist also hier mein Eingewöhnungssystem. Im Becken ist Licht gerade erst angegangen, ist kurz nach 9. Und deshalb, Korallen sind noch weitestgehend zu, da hat sich noch nicht so viel getan. Hier übrigens eine neue Ergänzung, eine Riesenlobophilia. Ja, auf die freue ich mich, die habe ich gerade im Dunkeln erst eingesetzt, die ist auch heute mitgekommen. Nicht von Corelexi, von Corelexi kam tatsächlich noch etwas anderes mit, nämlich eine Montipura undata. Auch richtig, richtig geile Farbe, kommt jetzt gar nicht so rüber hier in diesem ersten Licht des Tages. Jetzt erstmal warten wir natürlich darauf, dass die beiden Clownies hier einziehen können. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, besondere Farbvariante, Black Photon. Wir sehen, von oben sind sie schwarz, beziehungsweise der hier ist noch ein bisschen braun. Das bedeutet, das ist noch ein relativ junges Tier. Das werde ich euch gleich noch mal ein bisschen näher erklären. Der Kopf ist orange, der Bauch ist auch orange. Und dann haben wir eben diese schwarz-weiße Streifenzeichnung da drauf. Sehr, sehr schick, freue ich mich sehr drauf, wenn die gleich in das Becken einziehen können. So, das sollte reichen, oder? Euch geht's gut da drin, ne? Gut, passt. Dann legen wir das mal hoch und dann schauen wir doch mal, was ihr sagt. Trudi ist übrigens mit dabei und guckt sich das Ganze schon mal an. Und raus mit euch. Perfekt. Sehr schön. Also das hier, das jetzt rechte Tier, das untere Tier, das müsste das Weibchen sein. Das ist nämlich schon etwas stärker gefärbt und minimal größer. Wohingegen er hier, der jetzt unten ist, der jetzt hinten ist, also der jetzt scharf ist, der ist halt noch etwas bräunlicher oben drauf und einen Tacken kleiner. Das wird sehr wahrscheinlich dann das Männchen sein. Kann auch natürlich sein, dass zum jetzigen Zeitpunkt beide Tiere noch Männchen sind und er bzw. sie sich dann erst demnächst zum Weibchen umbilden wird. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. So, die Fische sind eingesetzt und das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mal mit den Haltungsbedingungen. Und bevor ich ganz konkret auf meine Tiere jetzt eingehe, nämlich auf die Amphiprion Ocellaris Black Photon, gehen wir erstmal ganz allgemein auf den falschen Clownfisch ein, den wir nämlich hier haben. Amphiprion Ocellaris, der falsche Clownfisch. Erstbeschreibung 1830, also schon relativ lange bekannt. Und er heißt falscher Clownfisch, weil es halt auch einen echten Clownfisch gibt. Die beiden sind ein bisschen unterschiedlich. Wir haben also den falschen Clownfisch Amphiprion Ocellaris und den echten Clownfisch Amphiprion Percula. Zwei unterschiedliche Tiere, leben auch in unterschiedlichen Bereichen, sehen relativ ähnlich aus, deshalb kann man sie natürlich auch verwechseln, echter, falscher, ne? Aber es gibt tatsächlich ein relativ gutes Merkmal, womit man sie dann unterscheiden kann, nämlich echte Clownfische haben an den weißen Streifen, die Tiere haben ja drei weiße Streifen quer über den Körper, bei dem echten Clownfisch sind die mit einem deutlichen schwarzen Streifen nochmal abgesetzt. Und das ist beim falschen Clownfisch, den wir jetzt hier haben, nicht der Fall, zumindest wenn man beide in ihrer Grundfärbung betrachtet. Die echten Clownfische leben übrigens vornehmlich im Great Barrier Reef vor Australien, wohingegen die falschen Clownfische hauptsächlich in Südostasien vorkommen. Also da haben wir auch eine Unterscheidung des Gebiets, wo die jeweils leben. Und beim falschen Clownfisch ist es so, dass der aber auch wie der echte Clownfisch eigentlich fast immer im Paar lebt. Es gibt auch Haremszusammenschlüsse in der freien Wildbahn tatsächlich auch, wo dann ein Weibchen mit mehreren Männchen zusammenlebt. Aber in der Regel ist das ein Paarfisch, also immer ein Weibchen, ein Männchen.
Es gibt jetzt wirklich viele Sachen, die an diesen Tieren interessant sind. Und es machte super Spaß, zu diesen Tieren auch mehr zu recherchieren, weil das natürlich ein Tier ist, was spätestens durch Findet Nemo so dermaßen weltweit medial bekannt wurde, dass es eben auch vernünftig Quellen für diese Tiere gibt und man da auch vernünftig was nachforschen kann einfach. Es handelt sich bei Clownfischen, beziehungsweise hier ganz konkret bei dem Amphiprion ocellaris, um proterenrische Hermaphroditen. Was heißt das jetzt genau? Hermaphrodit bedeutet, im Grunde sind das Zwitter. Das heißt, jedes Tier hat sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane. Proteandrisch bedeutet, die Tiere sind zuerst immer männlich und die Geschlechtsumwandlung findet im Laufe der Zeit statt. Sie haben also nicht zeitgleich beide Geschlechtsmerkmale, sondern nacheinander. Und alle Clownfische, alle falschen Clownfische sind bei Geburt männlich. Alle. Immer. Das ist eigentlich ganz lustig, wenn man sich das mal so vorstellt. Und es läuft dann nämlich so ab, dass das größte Tier einer Gruppe, beziehungsweise das größte Tier eines Paares, bildet sich um zum Weibchen. Immer. Das heißt, wenn du in freier Wildbahn oder auch im Aquarium ein Paar siehst und ein Tier ist größer, das andere ist kleiner, das größere Tier ist das Weibchen. Punkt. Das kleinere Tier ist das Männchen. Wenn das Weibchen nicht mehr da ist, es stirbt, es wird gefressen, keine Ahnung was, und es ist auch gestorben, aber ist auch egal, dann wird das nächstgrößere Männchen automatisch wieder zum Weibchen. Und so setzt sich das immer fort. Und das ist in der Paarhaltung natürlich sehr eindeutig, aber auch in der Haremshaltung ist es so, dass es eine sehr, sehr klare Rangordnung gibt, auch aller anderen Männchen. Denn da kommt ein weiteres interessantes Ding zum Tragen. Das Weibchen ist das größte Tier. Das nächste Männchen, das ranghöchste Männchen, ist geschlechtsreif und kann sich also mit dem Weibchen paaren. Alle anderen Männchen einer Haremsgruppe sind nicht geschlechtsreif und würden erst dann geschlechtsreif werden, wenn das Weibchen nicht mehr da ist, das ranghöchste Männchen also zum Weibchen wird und dann sozusagen das zweithöchste Männchen zum ranghöchsten Männchen aufsteigt und dann erst geschlechtsreif wird. Super faszinierend, dass sowas in der Natur funktioniert. So, die Tiere Amphiprion ocellaris werden 6 bis 8 cm groß in der Regel und auch darin unterscheiden sie sich von den echten Clownfischen, die nämlich etwas größer werden. Die werden so 8 bis 11 cm groß. Also hier haben wir eine eher kleinere Form. Ich habe es gerade auch schon einmal gesagt, die Grundform bzw. Grundfarbe ist orange mit drei weißen Querstreifen von oben nach unten über den Körper. Die Haltung im Aquarium ist jetzt relativ identisch mit vielen anderen Fischen natürlich auch und auch mit vielen anderen Korallen. Das ist natürlich ein Tier, was man super vergesellschaften kann. Wir haben einen Temperaturbereich von 24 bis 27 Grad, den die Tiere im Aquarium halten sollen und sie sind relativ gut haltbar, ab ungefähr 100 Liter. Da streiten sich auch die Geister, ob man jetzt eher 150 oder 200 Liter sagt oder ob manche sagen auch schon, ja, geht auch schon ab 60 Liter. Ich finde 100 Liter ist tatsächlich ein guter Kompromiss hierbei, der man muss bedenken, die Tiere brauchen tatsächlich nur relativ wenig Schwimmraum. Sobald sie sich nämlich mal eine Partnerkoralle ausgesucht haben, da kommen wir gleich zu diesem Symbioseaspekt mit den Anemonen und Korallen, dann bewegen sich diese Tiere halt nur um diese Koralle drumherum. Und sie schwimmen halt auch nicht wirklich viel im freien Wasser rum, sondern sie schwimmen halt aus ihrer Koralle raus und wieder zurück hinein. Das heißt, man braucht keinen großen Schwimmraum für die Tiere, sobald sie halt eine Partnerkoralle haben. Und deshalb ist es eigentlich auch bei 100 Liter ist ein guter Wert, wo man diese Tiere durchaus halten könnte. Ich werde es jetzt so machen, dass in meinem Aquarium das komplette System hat ja so 320 Liter, das Aquarium selbst hat 260 Liter, da kommt jetzt ein Paar rein. Und ganz generell ist es tatsächlich das so, dass wenn du Paare halten willst, dann muss man schon auch sagen, Haltung paarweise, ganz, ganz grundsätzlich, die Tiere werden paarweise gehalten, Punkt. Und wenn du aber mehrere Paare halten wollen würdest, dann bitte erst ab 500 Liter aufwärts. Weil die Tiere sind zwar sehr, sehr friedlich gegenüber allen anderen Fischen, aber nicht untereinander. Also wenn man zwei verschiedene Paare im Aquarium hat, dann können die untereinander wirklich sehr aggressiv werden. Gerade wenn es um die Paarung geht, gerade wenn es um die Eiablage geht. Das trifft eben nicht auf andere Tiere im Aquarium zu, aber auf andere Clownfische. Deshalb, wenn du mehrere Paare halten willst, muss das Aquarium sehr groß sein, damit sie sich auch vernünftig aus dem Weg gehen können. Salinität 31 bis 35 PSU, ganz normal. Carbonathärte 8 bis 10, ganz normal. Das ist nichts Neues. Das funktioniert eigentlich für die meisten Tiere, die man so hält. Fütterung vornehmlich mit Frost- oder Lebendfutter. Artemia, Mysis, Krill, Zooplankton, fressen die alles. Alles kein Problem. Tatsächlich sind Nachzuchten, und das habe ich hier natürlich auch wieder, das sind Nachzuchten, die ich hier habe, ganz klar. Die Tiere kommen wieder von Corellaxy und sind damit natürlich auch schließlich Nachzuchten. Nachzuchten gehen auch häufiger mal an Granulat- oder Flockenfutter ran, was bei Wildfängen halt nicht der Fall war. Aber auch hier muss man sagen, die Tiere sind tatsächlich im Aquarium gut nachziehbar. Und auch da kommen wir gleich noch zu, wenn wir mal konkret über dieses Phänomen der Designerform sprechen, warum das eigentlich so wichtig ist. Und gerade die Tiere gehen dann auch eher an Trockenfuttersorten ran. So, jetzt müssen wir noch mal über das Thema Symbiose sprechen. Wir alle wissen, das sind Anemonenfische. Das bedeutet, diese Tiere brauchen ja eine Anemone.
oder. In freier Wildbahn ist es so, dass die Tiere bestimmte Korallen stark bevorzugen. In der Natur sind typische Symbiosepartner die Prachtanemonen, Heteractis magnifica, die Riesenanemonen, Stichodactyla gigantea oder die Mertensanemone, Stichodactyla mertensi. Das sind so die klassischen Partner in freier Wildbahn. Im Aquarium ist es jetzt so, dass die Tiere auch durchaus andere Korallen annehmen. Und da gibt es tatsächlich diverseste Varianten. Ich selber habe beispielsweise bei meinem Besuch bei Unterwasser Freiburg gesehen, dass dort in dem Schaubecken die Clownsfische einfach die ganze Zeit in den Zoanthus drin saßen. Da haben sie sich halt dafür entschieden, dass die Zoanthus-Stöcke, die da in den Becken waren, die neuen Partneranemonen, Partnerkorallen, für dieses Pärchen dort waren. Und so ist es tatsächlich im Aquarium nicht unüblich, dass wirklich alles möglich angenommen wird. Euphilien werden angenommen, Rhodactis werden angenommen, Sarcophytons werden angenommen. Und Sarcophyton ist nämlich auch das, wo ich ein bisschen drauf setze. Ich habe eine schon recht große Sarcophyton bei mir im Becken und mein Plan bzw. meine Hoffnung ist, dass das Pärchen sich genau diese auch krallt. Weil bei Euphilias kann es beispielsweise sein, dass die Koralle das nicht so geil findet, wenn der Fisch da die ganze Zeit dran rubbelt und die dann tatsächlich nicht mehr vernünftig wächst oder vielleicht sogar kaputt gehen könnte, dass die Gefahr hätte man bald bei einer größeren Sarcophyton einfach nicht. Deshalb ist das so ein bisschen meine Hoffnung. Von mir aus können sie auch mit den Gorgonien kuscheln, ist mir eigentlich egal, aber die Euphilias sollen sie eigentlich in Ruhe lassen. Werden wir mal sehen, was sich die Tiere da krallen. Das ist ja auch ein ganz interessanter Prozess, der ja nicht sofort stattfindet, sondern über einen gewissen Zeitraum erst angebahnt werden muss. Dazu müssen wir einmal gucken, wie funktioniert denn diese Symbiose überhaupt? Symbiose bedeutet ja, dass beide Partner ohne den anderen nicht gut überleben könnten und dass beide Partner von dem anderen einen Vorteil ziehen. So, Clownfische verstecken sich jetzt in einer Anemone. Die nesselnden Tentakel der Anemone schützen die Fische vor Feinden. Gleichzeitig schützen die Fische die Anemone vor Feinden. Unterschiedliche Feinde. Ja, manche Feinde fressen halt die Anemone, würden den Fischen aber nichts tun. Die werden aber dann von den Clownfischen vertrieben. Und andere Feinde würden die Fische fressen, tun der Anemone aber nichts, werden dann aber durch die Nesselzellen vertrieben. Die Fische ernähren sich von Kleinstlebewesen, Zooplankton und sowas alles. Habe ich gerade schon gesagt, wie man die auch am besten füttern könnte. Die Ausscheidungen der Fische, von denen ernährt sich die Anemone wieder. Das heißt, auch da findet eine Zweitverwertung statt und eine Symbiose. Jetzt muss man natürlich berechtigterweise fragen, okay, die Anemone hat Nesselzellen, die andere Fische vertreibt. Warum können denn die Clownfische da reingehen? Warum werden die denn nicht vernesselt? Naja, sie würden auch vernesselt werden, aber die Tiere übernehmen tatsächlich eine Schutzschicht von der Koralle selbst. Super interessanter Vorgang. Und zwar schützen sich die Tiere durch eine Schleimschicht, die über ihre Schuppen gezogen ist. Und das Spannende ist jetzt, dass diese Schleimschicht nicht durch die Tiere selbst entsteht. Das heißt, die Clownfische produzieren die gar nicht, sondern diese Schleimschicht kommt von der Koralle. Das ist die Schleimschicht, die auf den Tentakeln hat. Und dadurch, dass sich die Fische über einen längeren Zeitraum langsam der Anemone nähern, immer mal wieder dran schwimmen, immer mal wieder wegschwimmen, sich langsam an diese Anemone gewöhnen, übernehmen die auch langsam diese Schleimschicht. Und die schützt die Tiere dann. Jetzt gilt allerdings auch für die Haltung im Aquarium, dass diese Symbiose, diese Partneranemone, diese Partnerkoralle, ist nicht zwingend notwendig, wenn du die Tiere halten willst. Es ist nicht so, dass wenn du Clownfische halten willst, unbedingt eine Symbioseanemone da sein muss. Denn die Symbioseanemone erfüllt einen Schutzzweck. Diesen Schutzzweck oder diesen Schutz braucht das Paar in einem Aquarium aber ja in der Regel nicht. Du wirst dein Aquarium ja wahrscheinlich nicht so aufbauen, dass du irgendwelche anderen Raubtiere da drin hast, die Clownfische ansonsten fressen würden. Das heißt, weil dieser Schutzaspekt natürlich wegfällt, ist es auch so, dass sich die Tiere auch so in einem Aquarium wohlfühlen und auch frei in einem Aquarium bewegen, selbst wenn keine Partnerkoralle zur Verfügung steht. Aber da die Tiere eben früher oder später mehr oder weniger alles auch im Aquarium als Partnerkoralle annehmen können, ist es wahrscheinlich, dass sie ohnehin irgendeine Koralle in deinem Aquarium dann als Partner akzeptieren, obwohl es halt im Aquarium nicht nötig ist. Wie immer findest du übrigens zu allem, was ich dir heute erzähle, eine relativ ausführliche Quellenliste diesmal unten in der Videobeschreibung mit verschiedensten Quellen, verschiedensten Artikeln, die ich dir mal verlinkt habe, wo du einzelne Aspekte der Sachen, die ich dir in diesem Video erzählt habe, nachlesen kannst und dich auch nochmal in das Thema ein bisschen reinlesen kannst und vertiefen kannst. Und zusätzlich findest du natürlich unten in der Videobeschreibung die Links zu Corellexy, wo ich meine Tiere jetzt her habe. Und wenn du auch Clownfische haben möchtest, dann würde ich dir doch sehr nahelegen und sehr ans Herz legen, die Tiere auch über Corellexy zu holen, weil dann bekommst du auf jeden Fall Nachzuchten und du kannst mich auch noch zusätzlich damit unterstützen, weil bei dem Link zu Corellexy handelt es sich um einen Affiliate-Link. Das heißt, ich werde da noch so ein bisschen mit dran beteiligt und du kannst mich und meinen Kanal und meine Arbeit hier damit noch unterstützen und gleichzeitig tolle Nachzuchttiere bekommen.
So, aber eigentlich geht es ja jetzt auch so ein bisschen darum, ich habe jetzt hier Amphiprion Ocellaris, aber ich habe ja nicht die Grundform. Ich habe ja jetzt den Black Photon. Der Black Photon ist eine sogenannte Designerform. Das klingt immer so ein bisschen fies, finde ich, wenn man davon redet, so nach dem Motto, ja, das ist ja ein Fisch, der sieht halt nur schön aus, aber ansonsten, keine Ahnung, ist er vielleicht nicht gesund oder sowas. Ich meine, wir kennen sowas ja auch aus verschiedensten anderen Zuchtbereichen und auch in der Aquaristik, wenn wir halt Züchtungen haben, beispielsweise bei Bettas, beispielsweise bei Welsen, die zum Beispiel auf starke Schleierformen rausgehen, auf starke Schleierflossen, die einfach die Tiere in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken. Da könnte man schon von Qualzucht reden. Das ist jetzt bei den Designerformen der Amphiprion Ocellaris nicht der Fall. Oder ganz generell nicht der Fall bei den Designerformen der Clownfische. Da geht es wirklich erstmal nur um Farbmutationen und Farbmorphen. Fast alle Designerformen kommen in dieser Art und Weise, so wie sie aussehen, auch in der freien Natur vor, sind aber halt krass selten. Weil das handelt sich halt fast immer um zufällige Mutationen oder um Einkreuzungen fremder Arten, was halt dadurch, dass die Tiere in verschiedenen Gebieten leben, ebenfalls äußerst selten ist. Aber das kann man natürlich in einer Zucht fokussieren und konkret so eine Kreuzung unter Zuchtbedingungen durchführen, was dann kein Problem mehr ist. Und natürlich auch bestimmte Farbmutationen per Zucht hervorheben, indem mal Tiere ausselektiert werden, nur diese Farbmutation weitergezüchtet wird. Klassische Zucht halt einfach. Das Spannende ist jetzt, dass ganz generell Clownfische im Aquarium recht leicht nachgezüchtet werden können. Und auch recht schnell nachgezüchtet werden können. Das ist im Meerwasserbereich selten. Ich habe das ganze Thema schon mal aufgegriffen bei meinem Video über die Pterapogon caudernis, die ich ja jetzt auch schon bei mir im Aquarium habe. Da habe ich ja auch ein paar von drin. Und bei denen ist es so, das sind Maulbrüter, die lassen sich für Meerwasserfische sehr leicht, sehr schnell nachzüchten. Die Clownfische sind jetzt keine Maulbrüter, sind aber für Meerwasserfische ebenfalls sehr leicht, sehr schnell nachzüchtbar. Könnte sogar passieren, dass das bei mir im Aquarium funktioniert. Genauso wie mit dem Pterapogon caudernis übrigens auch. Das ist beispielsweise auch der Grund, warum, wenn ihr bei Corellaxy auf der Seite seid und euch da mal die Liste der Fische anschaut, die haben nicht viele Fische. Ganz einfach, weil wenn du sagst, du willst ausschließlich Nachzuchten anbieten, ist der Markt im Meerwasserbereich einfach sehr klein. Das muss man leider so sagen, das ist so. Das hat viel damit zu tun, dass viele Meerwasserfische einfach nicht rentabel sind in der Nachzucht, weil die Jungtiere beispielsweise durch verschiedene Larvenstadien durch müssen, wo sie mit verschiedenen feinsten Futtersorten gefüttert werden müssen, wo sie unter verschiedenen Haltungsbedingungen und Wasserwerten gehalten werden müssen. Super aufwendiges Verfahren und je nachdem, was du da vor dir hast, dauert das Jahre, Jahre, bis die Tiere so weit sind, dass du sie verkaufen kannst. Vergleichen wir das mal mit irgendwie typischen Welsen oder Guppies im Süßwasserbereich, ist halt ein Witz. Ne? Da sind die Tiere halt, keine Ahnung, nach 2-3 Wochen verkaufsfähig, so ungefähr. Also, ich übertreibe ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Und da muss man jetzt sagen, kann tatsächlich die Zucht und der Verkauf von solchen Designerformen solcher Fische dafür sorgen, dass die Zucht schwerer nachziehbarer Meerwasserfische dadurch querfinanziert wird. Denn diese Designerformen haben natürlich durch ihr besonderes Aussehen, durch ihren Seltenheitswert einen höheren Ertrag beim Verkauf. Also ein Züchter verdient an einer Designerform natürlich mehr als an einer klassischen Farbform. Auch das könnt ihr beispielsweise schön bei Corellaxy auf der Website sehen, was die entsprechenden Tiere kosten. Der normale Clownfisch kostet da irgendwie so 25, 30 Euro. Eine Designerform kostet halt 50, 100, 150 Euro. Natürlich ist das teurer. Die Zucht ist ja auch aufwendiger, weil selektiert werden muss, weil halt so eine Farbmorphe trotzdem auch erst entstehen muss. Selbst wenn ich selektiert habe, ist nicht gesagt, dass 100% der Jungtiere diese Farbmorphe wieder aufweisen. Der Aufwand ist natürlich höher. Aber dadurch steigt eben auch der Ertrag bei einem relativ leicht nachzuzüchtenden Fisch. Und dieser höhere Ertrag, der macht es dann möglich, dass auch die Zucht von erst einmal unrentablen Tieren angekurbelt werden kann und verstärkt stattfinden kann, weil es halt eine Querfinanzierung gibt. Und das finde ich tatsächlich sehr unterstützenswert, weil ansonsten ist die Auswahl nachgezogener Tiere im Meerwasserbereich halt einfach sehr gering. Und das ist ein Problem, weil man dann natürlich, wenn man sich diesem Hobby verschrieben hat, früher oder später auf Wildfänge zurückgreifen wird. Deshalb hier sehr klar pro Designerform von Clownfischen, weil sie einfach geil aussehen und gleichzeitig noch was Gutes tun für den ganz generellen Nachhaltigkeitsaspekt in der Meerwasseraquaristik. So, und jetzt zuletzt hier im Video einmal auf den Amphiprion Ocellaris Black Photon, also auf meine konkrete Designerform. Was ist an dem jetzt besonders? Erstmal, das ist eine Hybride, also das ist eine Kreuzung zwischen Amphiprion Percula, also dem echten Clownfisch, in der Farbvariante Onyx und dem Amphiprion Ocellaris, dem falschen Clownfisch, in der Farbvariante Darwin Black. Am Ende kommt halt etwas raus, was
eigentlich sehr dem Amphiprion Ocellaris entspricht, sowohl in Größe als auch in der Farbmorphe selbst. Deshalb spricht man eben hier auch von dem Amphiprion Ocellaris und nicht von dem Percula, obwohl es halt in Wahrheit eine Hybride ist aus beiden. Beim Black Photon ist es jetzt so, im Vergleich zur Originalform, wie gesagt, der originale Fisch ist orange mit weißen Streifen, das war's. Der Black Photon hat jetzt als Jungtier die weißen Streifen, die drei Stück, und die Farbe dazwischen, dazwischen ist eigentlich der orange Körper, die Farbe dazwischen ist erstmal dunkelbraun. Und je älter die Tiere werden, wird dieser Bereich komplett schwarz, aber Kopf und Bauch bleiben orange. Das heißt, wir haben orangenen Bauch, orangenen Kopf, schwarze Querstreifen zwischen den weißen Querstreifen. Super cool, weil damit haben wir drei verschiedene Farben in dem Tier, was ich finde nochmal richtig, richtig schön aussieht und auch nach was Besonderem aussieht. Und es ist aber nicht so krass auf die Fresse wie manch andere Farbmorphen, die einfach sehr extrem sind, wenn wir beispielsweise von so einem Frostbite reden, der auch richtig krass aussieht, aber der ist beispielsweise fast komplett weiß mit blauen Aspekten da drauf. Das sieht halt schon sehr, sehr heftig aus. Und der Black Photon ist ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen näher an der originalen Farbvariante, aber trotzdem was Besonderes. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut hier drin, gerade auch dadurch, dass wir dann jetzt drei verschiedene Farben auf dem Tier haben. Jetzt weißt du alles über die falschen Clownfische, wie du sie halten kannst und auch was es mit diesen Designerformen auf sich hat. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die Tiere einfach noch ein bisschen entspannt an.